Chaos Communication Congress. Willkommen! Der nächste Talk geht über künstliche Intelligenz, und zwar über richtige künstliche Intelligenz, nicht tiefes Lernen oder Datenanalyse, sondern über berechnende, computerbasierte Metapsychologie. Deswegen begrüßt mit mir Joscha Bach. Danke. Ich interessiere mich dafür, wie der Geist funktioniert. Und das Interessante daran, wenn man Geister betrachtet, ist, die Systeme, die wir ansehen und die Muster, die wir ansehen, dann finden wir dort eine Bedeutung. Und die Bedeutung, die wir dort finden in diesen Mustern, die macht uns zu dem, was wir eigentlich sind. Und was ich studiere, ist, wie kann man diese Informationsverarbeitung in unseren Geist verarbeiten und analysieren. Letztes Jahr um diese Zeit habe ich die vier großen philosophischen Fragen beantwortet. Was ist die Realität? Was können wir wissen? Wer sind wir und was sollten wir tun? Wie kann ich das noch toppen? I'm going to give you the drama that divided a planet. Ich werde euch das Drama geben, das einen Planeten entzweit hat. So, im Verlauf des letzten Jahres ist dieses Drama hat sich entfaltet. Welche Farbe hat dieses Kleid? Ich meine, wenn ihr keine mentalen Defekte habt, dann seht ihr ganz eindeutig, dass es weiß und golden ist, stimmt's? Es stellt sich raus, die meisten Leute haben mentale Defekte und sagen, es ist blau und schwarz. Ich habe keine Ahnung, warum. Okay, ich habe schon eine Idee, warum. Eine Ahnung. Und zwar ihr wahrscheinlich auch. Es hat auch mit Farbnormalisation und die passiert in verschiedenen Leuten verschieden. Das heißt, wir sind verschieden verdrahtet, um die Weißbalance zu normalisieren. Und in echten Situationen funktioniert das ziemlich gut, aber in Fotografien, die eben nur einen kleinen Rand außenrum haben, der die Lichtsituation beschreibt, funktioniert das nicht so gut. Und deswegen gibt es diese große Diskrepanz und das ist eigentlich faszinierend. Also, was wir hier sehen, ist, dass unsere Geister einfach nicht objektive Wahrheit außerhalb der Mathematik sehen können, aber sie können Bedeutung generieren und erschaffen. Ich habe Roboterfußball eine Weile lang gemacht. Das heißt, du hast einige Roboter, die auf einem Spielfeld sind und sie haben ein Modell, was auf dem Spielfeld passiert. Und die Physik generiert Daten für ihre Sensoren. Sie lesen diese Daten aus den Sensoren und das benutzen sie, um ihr Weltmodell zu aktualisieren. Und manchmal haben wir nicht das gesamte Spielfeld mit in den Roboter laden wollen, weil das ist nämlich schwer und schwierig. Und wenn du nur den Roboter verbessern wollten, dann kann man das auch simulieren. Deswegen haben wir da die Physik und das Spielfeld und so weiter simuliert, das die gleichen Daten produziert. Und dann haben wir das in einen simulierten Robotergeist getan und dann funktioniert das genauso gut. Das heißt, wenn du der Roboter bist, dann kannst du nicht unterscheiden, werde ich gerade simuliert oder bin ich ein echter Roboter. Das Einzige, was du siehst, ist, was ist die Struktur der Daten, die gerade durch deine Sensoren reinkommen. Und davon kannst du ein Modell ableiten. Und das ist praktisch die Situation, in der wir uns finden. Wir sind Geister, die irgendwie auch berechnend sind. Wir finden Muster und Regularitäten in unseren Daten. Und wir haben Zugriff auf etwas, das sehr viele Regularitäten und Muster hat. Und wenn du entdeckst, dass du dich in der gleichen Situation befindest wie diese Roboter, dass du praktisch ein biologischer Roboter bist, der keinen direkten Zugriff hat auf die physikalische Realität, also keine Masse, keine Materie gesehen hat, sondern nur eben diese Bits an Informationen, die über die Sensoren, die unsere Augen und so weiter nach innen kommen, dann können wir das nur abzählen und analysieren. Und was ist das beste Modell einer Welt, die wir damit erschaffen können? Und was ist der beste Algorithmus, den wir benutzen können, um unser Weltmodell zu reparieren, falls wir ein falsches Bild der Welt haben? Und diese Frage ist relativ alt. Das erste wurde beantragt von Solomonov in den 50ern. Sein Modell war, dass wenn du einen Roboter hast, dann hast und der hat nur seine Daten, dann fragt er sich, wie sieht die Welt aus? Und dass die eine Kombination von Occam's Razor bei diesem Induktion und bei diesem Und das nennen wir dann die Solomonovsche Induktion. Das ist aber nicht übertragbar auf die... alles, was wir hier irgendwie machen, ist sowieso irgendwie eine Annäherung. Also unsere Konzepte können gar nicht wirklich Fakten aus der Welt referenzieren. Wir können keine Wahrheit
aus den Daten rausziehen. Wir können die, aber das, die Bedeutung nur bekommen, indem wir gut genug encodieren. Wir haben viel Fortschritt gemacht in Deep Learning, wo wir zum Beispiel eine Hierarchie, eine gestapelte Hierarchie von Feature-Entdeckern benutzen und davon die in Netzwerken anordnen, die in Hunderten von Schichten angeordnet sind, und dann schauen wir einfach die Verbindungen zwischen diesen Schichten an mit wahrscheinlich normalerweise einem Verlaufabfall, und dann können wir damit Bilder analysieren oder verschiedene andere. Das heißt, wir finden Eigenschaften, die immer komplexer und komplexer werden, und dann kommen wir irgendwann auf tatsächlich Objektkategorien an. Bis jetzt können diese Simulationen, diese Systeme tatsächlich sehr nahe kommen an das, was das Hirn tatsächlich macht. Und das funktioniert auch ähnlich wie Visual Processing. Und wenn du das ähnlich machst, wie wenn du diese Systeme weit genug verbesserst, dann findest du dieses Zeug, das sehr psychedelisch ist, was wahrscheinlich ähnlich ist mit dem, was passiert, wenn du verschiedene illegale Substanzen in Leute hineintust und deswegen auch verschiedene Schichten, deren visueller Prozessor aktiviert. Wenn wir das klassifizieren müssen, dann haben wir zum Beispiel eine Aufgabe, dass sie das an, und wenn wir sie klassifizieren müssen, dann filterst du die ganzen Varianzen aus, die verschiedene Varianten. Man versucht herauszufinden, was sich nicht verändert. Und das ist in diesem Fall ist das anderen. Du möchtest herausfiltern, was für eine Pose sie hat, wie das Licht aussieht, was sie trägt, wie ihr Gesicht aussieht. Und wir schauen uns nur an, was bleibt, wenn diese ganzen Sachen, die sich verändern können, weg sind. Aber was passiert, wenn du etwas anderes finden möchtest? Wenn du zum Beispiel Posen verstehen möchtest. Also man könnte zum Beispiel verschiedene Tänzer haben und wir möchten verstehen, was sie gemeinsam haben. Also unsere beste Möglichkeit ist nicht nur eine einzige Klassifikation fürs Filtern zu haben, sondern stattdessen nimmst du den Low-Level-Input und du hast ein gesamtes Universum von verschiedenen Aspekten. Also du hast verschiedene Niveaus von diesen. Weiter unten hast du Percepts, weiter oben hast du Simulatoren und ganz oben hat man Konzepte. Und wie funktioniert diese Repräsentation durch Simulation? Also nehmen wir an, ihr möchtet Ton verstehen. Wenn du ein Gehirn bist und du möchtest Ton verstehen, dann musst du es modellieren. Aber unglücklicherweise können wir Ton nicht wirklich modellieren, weil er leider sehr weit, sehr hoch geht. Zum Beispiel, wenn man alt ist wie ich, nur bis 12 Kilohertz. Aber 20 ist das, was Babys hören können. Und man möchte nicht wirklich so viel Ton modellieren, wie es geht. Wie es wirklich gibt. Möchtest es transformieren. Und weil man das nicht mit Neuronen machen kann für Roboter, muss man es mit Hardware machen. Und das Ohr ist diese Schneckenform und die transformiert die Energie des Geräusches in verschiedene Frequenzintervalle, und dann, indem es die Energie des misst. Und damit bekommen wir ungefähr etwas bei dieser Kurve zurück. Und das ist etwas, was wir im Simulator nicht machen können. Aber wir können einen Simulator machen, der diese Muster machen, und wir können den nächsten Input des Cochlea-Organs vorherbestimmen. Wenn wir das Geräusche verstehen, dann müssen wir auch Tonhöhe verstehen, wir müssen Rhythmus verstehen, Reihenfolge, und damit wollen wir verstehen, was ist die Grammatik der Musik, wenn wir die Sequenz richtig haben. Das heißt, wir haben Strukturen, die übereinander geschachtelt und gestapelt sind. Und sobald wir das mal gelernt haben, dieses Modell von Musik und diese Grammatik der Musik, dann können wir die Struktur eines individuellen Stücks Musik interpretieren. Also wenn wir das zum Beispiel modellieren wollen, dann haben wir zuerst die Geräusche, dann haben wir das höhere Level der mentalen Simulation, also die Sequenzen und die Grammatiken. Und dann oben drüber haben wir dann die Landschaft an verschiedenen Musikrichtungen und Stilen. Und wenn wir in der Hierarchie nach oben gehen, dann kommen wir zu abstrakteren und abstrakteren Konzepten und Modellen, die immer analytischer auch werden. Und das sind kausale Modelle. Die sind schwach deterministisch, assoziativ also. Die sagen, wenn das hier passiert, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass dieser andere Status danach passiert. Dann gibt es noch stark deterministische Modelle, die dir sagen, wenn du in diesem Status bist und diese Vorbedingung ist erfüllt, dann bist du in diesem Status. Und wenn die Vorbedingung nicht erfüllt wird, dann bist du in diesem Status. Und das ist, was wir einen Algorithmus nennen. Jetzt sind wir in der Domäne des Computers.
Berechnung und Komputation ist etwas unterschiedlich als Mathematik und der Unterschied ist wichtig. Lang haben die Leute gedacht, dass das Universum in Mathematik basiert oder dass auch Geister mathematisch passieren. Tatsächlich ist nichts auf mathematisch basierend. Das ist nur die Domäne der formellen Sprachen und da existiert erstmal gar nichts. In Mathematik fangen wir mit nichts an. Da suchen wir uns Axiome raus und sobald, wenn wir die richtigen Axiome rausnehmen, dann haben wir unendliche Komplexität. Die meiste davon ist nicht berechnend. Und wir können beliebige Statements aus uns erstellen, weil die meisten nicht vorberechenbar sind. Viele davon machen Sinn, manche davon machen Sinn, aber wir können es nicht beweisen, weil sie nicht berechenbar sind. Berechnung, Komputation ist anders. Komputation kann existieren. Sie fängt mit einem Anfangsstadium an, Status an und mit einer Übertragung und dann übertragen wir diese Statusänderung auf den nächsten Status und so weiter. Mathematik ist das Königreich der Spezifikation und Komputation ist das Königreich der Implementation und das ist sehr wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen. All unser Zugriff auf die Mathematik ist durch Komputation. Wir können Mathematik durch Kombination verstehen und unsere Hirne können es dadurch verstehen. Und viel der Komplexität verstehen wir gar nicht, aber wir verstehen genug der Komplexität, um die Mathematik in Komputationsmuster zu übersetzen, die wir verstehen können. Das heißt, Komputation, da geht es darum, die Arbeit zu machen, die Transitionsfunktion auszuführen. So, wir haben gesehen, dass mentale Repräsentationen, es geht um Percepts, also wie könnte man das übersetzen? Es geht auf jeden Fall um Concept Spaces. Und das Schöne von diesen Konzepträumen ist, wir bekommen ein Interface, einen Zugriff auf diese Dinge und die können wir eben mitteilen über Kultur. Und wir können diese Konzepte auch miteinander kombinieren, um neue Konzepte zu erfinden. Und dann, wenn wir die kombinieren, dann können wir darüber denken, wie über Vektorräume zum Beispiel. Wir können die auch mathematisch berechnen. Also mit diesen, wenn wir diesen Vektor von König zu Königin nehmen, dann ist der genau wie der zwischen Mann und Frau. Und weil das eben ein sehr hochdimensionales Manifold ist, dann können wir darauf Mathematik anwenden und Berechnungen anwenden, ohne wirklich zu verstehen, was das bedeutet und können damit ein Modell entwerfen, das die Welt beschreibt. Und damit können wir die Landschaft, die eine Kultur beschreibt, erfassen. Und dann gibt es noch was, das ist das linguistische Protokoll, eine Art formale Grammatik. Und die brauchen wir, um Repräsentationen zwischen Menschen zu übertragen. Und das machen wir, indem wir diese Eindrücke abscannen und dann auseinandernehmen in einer diskreten Reihe an Symbolen. Und diese andere Person dreht diesen Prozess um und baut dann im Endeffekt eine ähnliche Repräsentation in sich wieder auf. Und wenn man sich den Fortschritt der künstlichen Intelligenzmodelle ansieht, dann gehen die praktisch in die umgekehrte Richtung. Also sie haben mit linguistischen Protokollen und formalen Grammatiken angefangen, dann geht es über Konzepträume und jetzt geht es über Empfindungen, Percepts. Und irgendwann wird es dann besser werden wird sie besser werden mit mentalen Simulationen und irgendwann später werden wir dann dahin kommen, dass wir dann durch Aufmerksamkeit gesteuerte, motivierte Systeme erreichen können. Und damit können wir dann das Konzept der Bedeutung von etwas erreichen. Was haben wir denn für Hardware? Das ist eine sehr interessante Frage. Wir könnten mal anfangen mit der Frage, wie schwierig ist es, ein Hirn zu definieren? Wir wissen, dass das Hirn irgendwo in unserem Genom versteckt werden muss. Das ist nicht besonders kompliziert, das ist einfacher als Microsoft Windows. Wir wissen auch, dass ungefähr 2% des Genoms Proteine encodiert und ungefähr 10% vom Genom geht um Proteine, die wichtig ist und der Rest ist größtenteils Müll, der nie wirklich benutzt wird, der irgendwann mal gebraucht wurde und nie wirklich gelöscht worden ist. Das heißt, wie viel dieser 10%, also ungefähr 75 Megabyte an Code, brauchen wir wirklich? Also was wir wissen ist, wir teilen unseren genetisch sind unsere Gehirne sehr ähnlich mit unseren Verwandten. Also ungefähr ein paar Bits ändern sich nur. Das meiste da drin in diesem Genom ist für Zellen und wie der Körper aussieht und so weiter. Aber wenn wir das Hirn mal ansehen und wie viel nur im Hirn an Proteinen vorkommt, dann finden wir, dass ungefähr von den 2% sind ungefähr 5%
der 2% sind nur im Hirn und ein weiterer 5% ist größtenteils im Hirn, also und mehr im Hirn als überall sonst. Und das heißt, wir haben eine untere Grenze für das Ganze. Das heißt, um ein Hirn genetisch zu encodieren und mit der Hardware, die wir haben, brauchen wir ungefähr 500 Kilobyte Code. Und das ist sehr eine konservative untere Grenze. Wahrscheinlich ist es mehr. Und es klingt relativ nach relativ wenig, aber nach wissenschaftlichen Theorien ist das sehr, sehr viel. Also das Universum nach der Quantenmechanik und Kerntheorie ist ungefähr eine halbe Seite Code. Das ist alles, was du brauchst, um ein Universum zu generieren. Und wenn du Evolution verstehen willst, das ist nur ein Absatz, das sind nur ein paar Zeilen, die man braucht, um den evolutionären Prozess zu verstehen braucht. Und es gibt einige Details, die erst später kommen, aber und du wirst auch nicht sofort wissen, wie alle Tiere aussehen, aber genauso wie der Code des Universums dir nicht zeigt, wie dieser Planet aussehen wird oder wie ihr Leute hier im Publikum aussehen wird, aber die Regeln sind dafür definiert. Und auf die gleiche Art und Weise definiert das Genom die Regeln, nach denen das Gehirn gebaut ist. Das Gehirn fährt sich selbst hoch und dieser Boot-Prozess dauert etwas Zeit für die ersten Verbindungen, wo die ersten Modelle gebaut werden und so weiter, so lange, bis wir es eben benutzen können. Wie lange braucht dieser Boot-Prozess etwa? Und das ist ungefähr 80 Megasekunden. Das ist ungefähr die Zeit, die ein Kleinkind wach ist, bis es 2,5 Jahre alt ist. Also ab diesem Alter versteht man Star Wars und ab Star Wars ist eigentlich alles der Rest eigentlich Kosmetik. Also man wird online sein, wenn man bei ungefähr 1,5 Gigasekunden ist. An diesem Punkt wird man nicht mehr als 5 Millionen Konzepte verstehen. Warum? Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich dieses Kind anschaut und wenn das Kind wirklich Konzepte formen könnte und wenn es eines alle 5 Minuten formt, dann, wenn es etwa 4 Jahre alt ist, wird es etwa 250.000 Konzepte haben und kennen. Also eine Viertelmillion. Wenn man das extrapoliert auf die Lebenslänge, irgendwann wird es weniger, weil wir dann genug Konzepte haben, um die Welt zu verstehen. Irgendwann ist es dann, ich würde sagen, es ist weniger als 5 Millionen. Also wie viel Speicherkapazität hat das Gehirn? Ich denke, es gibt sehr verschiedene Schätzungen da. Die untere Grenze ist etwas wie 100 Gigabyte und die obere Grenze ist etwas wie 2,5 Petabyte. Und es gibt auch höhere Schätzungen, die sehr weit draußen liegen, die sagen, naja, wir brauchen all diese Synapsen, um diese Sachen zu speichern. Also manche sagen, wir könnten noch mehr Platz haben. Aber diese 2,5 Petabyte sind darauf basiert, auf was wir wissen, was man braucht, um diese ganzen Informationen zu dekodieren. Aber vielleicht geht es gar nicht so um die Neuronen, weil wenn nur ein Neuron stirbt, dann kannst du weiterhin die Welt wahrnehmen. Also wir sind sehr überlebensfähig. Also die 100 Gigabyte Kapazität ist vielleicht mehr das, was wir speichern, weil wir sehr viel Redundanz brauchen. Und das ist wirklich etwas, was wahrscheinlich auch realistischer ist. Also wenn man zum Beispiel 5 Millionen Konzepte speichern möchte und man hat vielleicht 110 Mal noch Empfindungen, das ist ungefähr die Anzahl an Speicherplatz, die du brauchst. Also unser Gehirn ist eine Vorhersagemaschine. Es reduziert Entropie der Umgebung, um Probleme zu lösen, die wir antreffen, wenn man keinen automatischen Feedback-Loop hat, um dieses Problem zu lösen. Also normalerweise, wenn etwas passiert, dann haben wir einen Feedback-Loop, das zum Beispiel unsere Temperatur reguliert oder das dafür sorgt, dass Probleme weggehen. Und nur wenn dieser Feedback-Loop nicht funktioniert, dann müssen wir wirklich denken. Und dann beginnen wir diese Komputation, diese Berechnung. Und das passiert im unteren Kortex. Und dieser untere Kortex kann wirklich viele Dinge tun, aber nur bis zu einer gewissen Komplexität, solange etwas nicht allzu komplex ist. Und die Art, wie wir die Welt modellieren, ist sehr, sehr langsam. Das sieht man auch an den Modellen künstlicher Intelligenz. Also um die Struktur der Welt zu lernen, das dauert sehr lange. Also zum Beispiel um zu verstehen, dass wir uns bewegen, dass Objekte sich bewegen, wie diese Objekte aussehen. Aber sobald wir an diesem Punkt sind, können wir sehr schnell dieses Modell verstehen. Also wir dekodieren ein Modell basierend auf der Struktur der Welt, die wir sehen. Und das ist eine Art von Datenkompression, die wir tun. Also wir benutzen dieses Modell, diese Grammatik der Welt, diese Simulierung, die wir haben, die wir gelernt haben, um die Welt zu dekodieren, auf eine sehr 14. Weise zu dekodieren. Also wie viel Kompression haben wir? Also wenn man sich die Retina anschaut, die Retina bekommt ungefähr 10 Gigabit pro Sekunde an Daten. Und die Retina kompressiert das bereits zum Sehnerv, zu etwa 1 Megabyte pro Sekunde. Und das kommt dann in den visuellen Kortex. Und der macht ein bisschen weitere Kompression. Und an dem Punkt, wo es dann zum ersten Level von Wahrnehmung kommt,
da sind wir etwa bei einem Kilobit pro Sekunde. Und wenn wir das extrapolieren, und für jemanden, der zum Beispiel 80 Jahre lebt, und wenn man da zwei Drittel seiner Lebenszeit wach ist und seine Augen auf hat, dann ist das, was du in deinen Kopf bekommst durch visuelle Wahrnehmung, das sind nur 2 Terabyte. Nur 2 Terabyte visueller Daten in 2 Jahren, in deiner gesamten Lebenszeit. Das ist alles, was du jemals sehen wirst. Ist das nicht total frustrierend? Also ich würde euch wirklich gerne sagen, wählt weise aus, was ihr euch anschaut. Okay, lass uns diese neurale Komposition anschauen. Also unsere Gehirne haben dieses total tolle Sache, wo man Sachen sehr schnell zusammentun kann. Also zum Beispiel, wenn du liest quasi eine Seite von Code, du kompilierst den in deinem Kopf und dann sagt dir dein Kopf, was dieser Code tun wird. Und dann kannst du es vergessen. Und dann benutzt du einfach die Bausteine, die du in deinem Kopf hast, einfach für was anderes benutzen. Also wie kann man das mit Neuronen tun? Also Legos können das tun, sie haben ein sehr fest definiertes Interface. Sie haben diese kleinen Nüppel, die passen alle zusammen. Neuronen können vielleicht so etwas Ähnliches tun. Sie können das Interface von anderen Neuronen lernen. Also aber das ist sehr schwierig, weil alle Neuronen unterschiedlich aussehen. Das ist, es ist biologisch gewachsen und biologisch gewachsenes Zeug. Also was du tun möchtest, du möchtest, dass diese Diversität von Neuronen irgendwie speichern, um ihnen ein Interface zu geben. Und die Lösung der Natur dafür sind kortikale Säulen. Das sind Säulen von 100 bis 400 Neuronen und diese Circuits haben quasi ein Netzwerk von den Neuronen, sodass die Neuronen diese Dinge lernen können. Und sobald diese Säule etwas gelernt hat, kann diese Säule sich mit anderen Säulen verbinden. Und wir haben etwa 100 Millionen von diesen Einheiten. Je nachdem, wovon man ausgeht, wie viele Neuronen es gibt. Man könnte auch sagen, es sind nur 20 Millionen, ich denke, es sind etwa 100 Millionen. Und diese Säulen, was sie tun können, ist, sie können sich zusammentun, wie eben Legosteine, und dann können sie Informationen untereinander weitergeben. Das ist im Wesentlichen wie eine Art Berechnung. Na, was für eine Art Berechnung? Na, die Solomonov-Induction, über die wir vorher geredet haben. Und sie haben sehr kurze Links zu ihren direkten Nachbarn, die sind quasi umsonst, weil, sie sind direkt miteinander verbunden und sie haben auch einige weitreichende Verbindungen. Das heißt, du hast quasi ein gesamtes Switchboard. Also sie möchten auch mit den anderen Säulen verbunden sein, die weiter weg sind. Und diese Verbindungen werden teurer sein, sie werden langsamer sein, aber es wird sie geben. Also wie können wir das optimisieren, was diese Leute, diese Säulen tun? Also es ist ein bisschen wie eine Wirtschaft. Es ist wirklich eine Wirtschaft, es ist nicht wie ein System, das wir normalerweise Machine Learning benutzen. Du hast eine festgelegte Anzahl an Elementen, du hast eine festgelegte Anzahl an Ressourcen und das heißt, du hast eine Wirtschaft von Leuten, die mit Informationen handeln. Also jeder von diesen kleinen Menschen in diesen Säulen ist ein sehr einfacher Händler von Informationen. Also sie versuchen, die Entropie in der Welt zu reduzieren. Und um das zu tun, was sie tun müssen, wir brauchen ein standardisiertes Interface. Und sie werden in sich drin eine Art von Maschine haben, die mit Stadien umgehen kann, um diese Nachrichten hin und her zu schicken. Und was werden diese Nachrichten tun? Was wir tun können, wir können uns diese Nachrichten sehen, indem wir uns Gehirne anschauen. Und zum Beispiel Neuronen, wenn wir jetzt in Neuronen auf neue Nachrichten wartet und wenn wir jetzt irgendwas lernen müssen, wenn wir das also nicht analysieren könnten, dann würden wir in der künstlichen Intelligenz gar nicht so weiterkommen. Und also die neueste neurowissenschaftliche Kontribution zu der künstlichen Intelligenz war ungefähr vor 30 Jahren und das ist schon ziemlich deprimierend, weil die Neurowissenschaft ist tatsächlich schon sehr wichtig, weil die definiert, was wir eigentlich anschauen in der künstlichen Intelligenz. Aber es ist sehr schwierig, Neurowissenschaft zu nehmen und daraus zu sehen, wie das Hirn funktioniert, weil es ist genauso schwierig, wenn man den Flug von Tieren verstehen möchte, indem man Vögel im Mikroskop ansieht. Also wie machen wir das jetzt? Also diese Neuronen, die versuchen sich in einer Struktur zu organisieren und sie haben praktisch mehr Nachrichten, mit denen sie sich verbinden können, mit denen sie sich, wenn sie verbunden sind, daran hindern können zu schießen. Sie können sich Nachrichten schießen, indem etwas als falsch bestätigt wird. Sie können eine Nachricht schicken, dass etwas möglicherweise wahr ist, aber sie sollten noch warten. Oder sie können etwas als wahr bestätigen. Und dann gibt es noch hier Lernnachrichten. Das heißt, wir können zum Beispiel eine Belohnung nach außen versprechen.
Und dann können wir, dann können andere diese Belohnung auch eben für sich nehmen und annehmen. Das heißt, sie haben ihr Lernziel erreicht. Und dann gibt es noch und dieses Belohnungssystem, das können wir eben auch an andere hinausschicken. Und das zeigt eben die Motivation und dann eben das Lernen aus dieser Motivation auf. Das heißt, Zellen können oder die Neuronen können eben lernen, zusammenzuspielen und damit diese Solomonowsche Induktion durchzuführen. Und die besteht aus ungefähr zwei Sachen. Also zuerst braucht es unendlich viele Ressourcen, um alle Modelle zu vergleichen. Und das andere ist, wir wissen nicht die vorherige Wahrscheinlichkeit für alle Modelle. Das heißt, wir wissen nicht, wie wahrscheinlich ein Modell ist in der Welt. Das heißt, was wir stattdessen machen, wir nehmen sogenannte Hyperparameter, also sogenannte Standardparameter, die Parameter-Sets, die praktisch in den Säulen schon eingespeichert sind. Und wir nehmen diese Parameter, die da unten sind, und dann haben wir schon praktisch viele Sachen, die dann, wir wissen, die sind relativ wahrscheinlich und die können wir dann einfach nur abtesten. Wenn wir das noch, diese Parameter noch höher setzen, dann können wir sehr kreativ werden und wir haben sehr viele Theorien, die wir möglicherweise gar nicht alle testen können. Aber möglicherweise alle diese kortikalen Säulen sagen alle so, ja, die sind wahrscheinlich wahr, dieses Modell, aber ich muss noch andere fragen, um die Details zu erfragen. Und dann aktivieren sich die anderen Säulen und die anderen sagen auch wieder, ja, ich muss auch wieder an den Details arbeiten und fragen noch weiter und dann und so weiter. Und dein Hirn leuchtet wie ein Weihnachtsbaum und du siehst diese Verbindungen und die meisten Verbindungen davon sind falsch. Das heißt, du hast praktisch einen Stopp-Status, wenn du das machst und dein Gehirn erfindet mehr Theorien, als es bestätigen kann. Also was ist tatsächlich gut daran? Also jede Nacht, glaube ich, dein Gehirn in diesen Status. Also du aktivierst diesen Hyperparameter-Status und du siehst diese Verbindungen, die du sonst nicht sehen könntest, weil sie wahrscheinlich unwahrscheinlich sind, aber manchmal stimmen sie trotzdem. Und dann denkst du dir zum Beispiel, oh mein Gott, die DNA ist eine Doppelhelix. All die anderen Sachen, die werden danach wieder gelöscht, die eben nicht wahr sind. Und das heißt, wir bilden normalerweise keine neuen Erinnerungen in Träumen, weil sie wahrscheinlich falsch sind. Aber wenn du aus Versehen deine Modulatoren kaputt machst, zum Beispiel wenn du illegale Substanzen konsumierst, oder wenn du halt ein bisschen psychotisch wirst, so zufälligerweise, dann bist du im Endeffekt in einem Traumstatus. Also du kommst in einen Statuszustand, in dem dein Hirn mehr Theorien erfindet, als es beweisen kann. Also du wirst praktisch gut balancierten Statuszustand haben. Also der Unterschied zwischen sehr religiösen Menschen und der eher weniger religiösen Menschen ist eben dieser Unterschied an diesem Zustand. Also zum Beispiel Leute, die genial sind, wie Einstein zum Beispiel, die haben wahrscheinlich keine besseren oder mehr Neuronen, sondern deren Hyperparameter sind wahrscheinlich sehr genau eingestellt, sodass sie eine bessere Balance dabei haben, Theorien zu finden, die möglicherweise wahr sind, aber die noch nicht bewiesen sind. Puh. Also ein Hyperparameter könnte auch sein, dass man sehr erfinderisch ist. Wenn man die Qualität eines Glaubens messen möchte, dann müssen wir auch eine Funktion der Kosten davon haben, die auf dem Motivationssystem basiert. Und wir können also strukturelle Kriterien haben, die zum Beispiel sind Vorhersagekraft oder wie können wir Unsicherheit reduzieren oder wie konsistent und kurz ist diese Theorie. Und dann aber auch die Nützlichkeit, wie nützlich ist dieses Ding für mich. Und das werden wir alles evaluieren oder das wird das Hirn alles evaluieren, indem wir ein Signal ausschicken. Und das erste Signal sind die möglichen Belohnungen, wenn dieser Task ausgeführt wird. Und eins davon ist durch Dopamin. Also wir haben hier die ventrale, ligamentale Bereich und der produziert Dopamin und das kommt praktisch in den Frontallappen und dort können dann die Neuronen dir sagen, was die anderen Neuronen tun sollen. Und wenn wir das tatsächlich gemacht haben, was wir tun wollten, dann konsumieren wir die Belohnung wieder. Wir tun das mit einem anderen Signal namens Serotonin, das auch bei dem motivationellen System verteilt wird. Und das wird auch in alle leeren Regionen des Hirns verteilt, sobald die Resultate da sind. Und diese beiden Substanzen werden ausgegeben vom Motivationssystem. Das sind einige Bedürfnisse, die reguliert werden vom unterhalb des Cortex. Das heißt, sie sind nicht Teil deines Geistes, sondern die sind Teil, der sehr viel primärer ist als das. Das ist das, was uns motiviert. Das ist nicht rational, das ist, was wir wollen. Und diese Bedürfnisse sind physiologisch, die sind sozial und kognitiv. Und mit denen werden wir mehr oder weniger geboren. Die können sich nicht anpassen. Weil wenn die anpassbar sind oder wenn wir ihnen widerstehen könnten, dann
dann würden sie uns nicht gegen die Welt schieben. Wenn wir diese Bedürfnisse nicht hätten, dann würden wir nur immer tun, was das Beste für uns wäre. Das wäre praktisch zum Beispiel zusammenbrechen und einfach als Gurke auf dem Boden sein, weil wir einfach der Schwerkraft nachgeben. Aber stattdessen machen wir diese seltsamen Sachen, wie wir haben Sex. Wir tun diese ganzen verschiedenen verrückten Dinge einfach nur, weil das Motivationssystem uns das sagt. Das Motivationssystem nimmt diese Materie, die uns gesund und macht, lass uns diese ganzen verrückten Sachen machen, nur damit wir uns replizieren und so weiter. Das heißt, wenn wir Widerstand gegen die Welt bauen, dann müssen wir das, dann werden wir dazu vom Motivationssystem gebracht, weil es uns da diese Bedürfnisse gibt und einen Zielwert und einen Unterschied zwischen unserem Jetztwert und dem Zielwert, und deswegen entsteht dann eine gewisse Dringlichkeit, die dann entsteht. Und wenn wir da näher kommen, dann bekommen wir ein Wohlfühlsignal. Wenn wir da weiter wegkommen, dann kriegen wir ein Unwohlseinsignal. Und das können wir benutzen, um unsere Zielarten und Weisen mit der Welt umzugehen, mit Zielen umzugehen, zu strukturieren. Und zum Lernen brauchen wir sowohl Erfolg als auch Versagen. Und um das zu machen, sehen wir eine Belohnung vor. Das heißt, Dopamin ist tatsächlich das, was das Hirn zu allem bringt. Also um das sicherzustellen, müssen wir sicherstellen, dass die Zellen nicht selbst Dopamin herstellen können. Das heißt, wir brauchen eine Art Bürokratie im Neokortex mit verschiedenen Chefs, die praktisch sicherstellen, dass die Leute sich darum kümmern, dass das Dopamin verteilt wird. Also wir brauchen eine zentrale Autorität, die das sicherstellt, dass das Dopamin nur in einer kleinen Gegend hergestellt wird und dann von dort verteilt wird. Und nachdem es weg ist, ist es auch gut, dass es weg ist. Das heißt, Dopamin darf nicht aufgehoben werden. Das heißt, in unserer Gesellschaft wird Dopamin durch Geld ersetzt. Also Geld ist nicht ein Problem selbst so und ist auch keine Belohnung selbst, sondern du kannst die Belohnung durch Geld kaufen. Also du kannst etwas tun und später Geld dafür kriegen und dann später eine Belohnung dir dafür kaufen. Also Geld ist praktisch das Dopamin, das Organisationen und Firmen und Gesellschaften dazu bringt, Dinge zu tun. Aber Geld im Vergleich zu Dopamin ist ziemlich kaputt, weil man es nämlich sammeln, sparen kann. Wenn man das also mit individuellen Leuten oder Firmen vergleicht, dann sammeln die Dopamin und lassen deswegen den Rest praktisch fast verhungern, weil die kein Dopamin kriegen, weil sie es nicht hergeben. Also sie geben es nicht her, sondern sie benutzen es, um damit zu arbeiten. Und sie können zum Beispiel einen großen Teil der Welt dazu bringen, nicht an Global Warming zu glauben, weil es ihnen mit ihrem Geld was bringt, was natürlich sehr schlecht für uns ist. Das heißt, Gesellschaften haben ein Nervensystem, das sich selbst belügt. Wie können wir das beheben? Das wissen wir tatsächlich nicht, aber um das zu wissen, müssten wir so eine Art von oben nach unten Belohnungssystem haben. Das haben wir im Militär zum Beispiel, da haben wir dieses System der militärischen Belohnungen, die wir haben, und die sind komplett von oben kontrolliert. Und auch in vielen funktionierenden Organisationen und Firmen haben wir diese Belohnungen. Also da kommen die Belohnungen immer von oben nach unten, nie andersrum. Und es gab eine Art und Weise, die Gesellschaft so zu modellieren in Chile in den frühen 70ern, da gab es, deren Regierung hatte die Idee, die Gesellschaft so umzudefinieren, mit Cybernetics umzudesignen. Und sie haben auch versucht, die Ökonomie umzudesignen. Und das sollte der Kontrollraum sein, wo die Wirtschaftler dann die Wirtschaft kontrollieren hätte sollen. Wir wissen nicht, wie das hätte funktionieren sollen, weil wir wissen, wie es geendet hat. Weil 1973 gab es den großen Putsch in Chile und das Experiment hat geendet mit anderen Dingen auch. Also ist noch etwas anderes, was in Leuten passiert. Abgesehen von dem Motivationssystem. Und wir haben soziale Kriterien für das Lernen. Also wir überprüfen auch, ob unsere Ideen akzeptiert sind in der Gesellschaft. Und das ist eine gute Sache, denn manchmal kann man das Lernen einfach vermeiden oder zum Beispiel abkürzen, indem man mit Leuten redet und kommuniziert. Und darauf können wir aufbauen. Also wir können schneller lernen, indem wir zum Beispiel können wir in viel Maße schneller lernen. Das macht zum Beispiel Kultur möglich. Das ermöglicht Kultur, denn wenn man ganz alleine lernt, dann wird man seine Lebenszeit nicht besonders viel lernen. Also ihr wisst, wie man sagt, alles, was du tust, tust du, weil du auf den Schultern von Giganten und Riesen stehst. Oder auf einem großen Berg von Zwergen. Das funktioniert beides.
Also soziales Lernen ist deutlich besser als ein individuelles Lernen, das können wir testen. Aber wenn es zum Beispiel Konflikte gibt zwischen verschiedenen sozialen Wahrheiten, dann muss man eine Möglichkeit haben, um zu entscheiden, wie man glaubt. Das heißt, man gibt den verschiedenen Institutionen Reputationen, um zu entscheiden, wie man glaubt. Aber das Problem ist, in existierenden Gesellschaften reflektiert diese Reputation bestehende Machtstrukturen. Deswegen bedeutet soziales Lernen auch, dass Gruppen ihre Meinungen synchronisieren. Und Meinungen werden etwas anderes. Sie kriegen eine neue Rolle. Sie signalisieren, zu welcher Gruppe man gehört. Also Meinungen werden zu einem Signal von Gruppenloyalität. Also Menschen in dieser Welt sollten optimieren, nicht um die beste Meinung zu kriegen, sondern sie optimieren es, um möglichst viel Übereinstimmung mit ihren Leuten, mit ihren Peers zu haben, mit den Leuten, zu denen sie gehören. Wenn sie diese Meinung haben und sie ihnen signalisieren können, dass sie dazugehören, dann werden die Peers sie mögen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dich nicht mögen. Und es gibt wenig Vorteile davon, wenn man mit seinem Boss nicht mit seinem Chef nicht übereinstimmt. Also wenn man dieses System schafft, das Meinungen schafft, dann sollte man dann eigentlich ein System haben, das dich mit der nützlichsten Meinung überlässt und diese Meinung ist die akzeptiert ist in deiner Umgebung. Und die meisten Leute schaffen das problemlos. Es gibt einen Instinkt, der dafür sorgt, dass Leute schlicht die dominante Meinung in ihrer Umgebung übernehmen. Also wenn du ein Nerd bist wie ich, dann verstehst du das nicht. Also in der Welt dort draußen kommen Erklärungen davon, zu welcher Gruppe du gehörst. Es gibt zum Beispiel viele Leute, die glauben, dass die dass ein Mindestlohn eine gute Sache ist und dann gibt es andere Leute, die das nicht glauben. Also das kommt einfach allein davon, welcher Partei man glaubt. Es gibt keinerlei wirtschaftliche Gründe dafür. Die einen können wirtschaftliche Gründe dafür und andere dagegen sagen. Wenn du ein Nerd bist, dann versuchst du, die Welt zu verstehen, indem du alles beweist. Du möchtest wissen, was richtig und was falsch ist. Also du versuchst es auf ein Niveau von richtig oder falsch zu tun. Und wenn wahr und falsch. Und wenn du kein Nerd bist, dann versuchst du nur richtig und falsch zu unterteilen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also ich denke, dass Nerds vielleicht Menschen sind, die einen Defekt in ihrem System haben, das Meinungen formt. Und das ist normalerweise, kann sich nicht wirklich adaptieren. Und in den meisten Fällen werden Nerds wahrscheinlich rausgefiltert, weil sie nicht wirklich reproduzieren, weil Leute sie nicht wirklich mögen, weil sie sich nicht an die Meinung anpassen. Aber dann passiert etwas sehr Merkwürdiges, nämlich die Computerrevolution. Und plötzlich, als du mit einem Computer argumentieren und streiten musstest, musstest du den Computer verstehen. Du musstest Dinge im Sinne von True und False verstehen. Und plötzlich konnten die Nerds mit diesem Computer kommunizieren, weil du mit ihnen nicht im Sinne von sozialen Wahrheiten diskutieren konntest. Also jetzt haben wir diese merkwürdige Situation, wer diese Leute, die diese wirklich sehr merkwürdigen Meinungen haben, die nicht wirklich gut mit normalen Menschen mixen können. Und diese Leute kriegen auf einmal diese total gut bezahlten Jobs und keiner weiß, was wirklich passiert. Und ich denke, das liegt daran, dass die Tatsache, dass wir nicht adaptieren können, ist ein Vorteil für uns. Aber dort draußen ist immer noch die Welt der sozialen Normen und sie besteht aus Papierwänden. Es gibt all diese Dinge, die richtig und falsch gelten in der Gesellschaft. Es ist wie diese japanischen Wände. Sie haben Paläste aus Papier gebaut. Und die sind Wände, die wegen Konventionen. Sie sind nur Wände, weil die Leute zustimmen, dass diese Wände Wände sind. Also wenn du ein Hypnotist bist, dann kannst du sehen, dass diese Wände Papierwände sind, dann kannst du sie verschieben. Und wenn du ein Nerd bist wie ich, dann kannst du diese Papierwände nicht sehen. Wenn du wirklich sehr gut aufpasst, dann siehst du, dass Leute sich bewegen und dann plötzlich bewegen sie sich, sie biegen ab. Warum tun sie das? Also da muss etwas sein, was sie sehen. Und das ist diese normative Übereinstimmung. Du kannst dann davon ableiten, was es ist und dann kannst du es natürlich manipulieren. Du kannst es fixen, du kannst es debuggen. Aber das ist etwas, was sehr schwierig ist zu sehen für die Nerds. Also auf eine gewisse Weise haben wir eine Superpower. Wir können sehr gerade denken, aber in vielen Fällen landest du im Wohnraum von Leuten und sie werden sauer auf dich. In einer komplexen Domäne zu lernen kann nicht garantieren, dass du das globale Maximum findest. Wir wissen, dass wir nicht, wir können keine absolute Wahrheit finden, denn wir wissen, dass
Was wir aber tun können, ist, wir können versuchen, dieses globale Maximum uns dem anzunähern. Aber was ist das globale Maximum? Wir werden uns immer entlang eines gewissen Glaubensgradienten bewegen. Also wir können bestimmte Elemente unseres Glaubens übernehmen, dann können wir andere weglassen. Und zwar basierend auf der Annahme, dass wir glauben, das neue Element, was wir übernehmen, ist besser als das, was wir aufgeben. Und die Wahrheit ist nicht das, was wichtig ist, sondern dieser Gradient ist wichtig. Also wenn man kann zum Beispiel über Unterrichten und Lehre denken. Also wenn ich zum Beispiel lehre, dann weiß ich, naja, ich verstehe diese Sache und die Studenten verstehen es nicht, ich muss diese Wahrheit zu ihnen geben. Dann habe ich irgendwann verstanden, naja, ich habe meine Meinung so oft geändert in der Vergangenheit, das werde ich vermutlich auch nicht ändern. Meine Meinung wird sich weiterhin immer ändern. Also ich bewege mich nicht auf die Wahrheit hinzu, ich bewege mich nur vorwärts. Und wenn wir unseren Kindern Dinge beibringen, dann sollten wir nicht überlegen, wie wir ihnen Wahrheit vermitteln können, sondern wir sollten darüber nachdenken, wie wir sie auf diesen Gradienten bringen können, auf einen interessanten Gradienten, der ihnen helfen kann, die Welt und die Welt möglicher Glaubensvorstellungen zu erforschen. Und diese möglichen Glaubensvorstellungen schicken uns in eine Landschaft und da gibt es dann Täler. Und wenn wir nicht verstehen, was die Leute im benachbarten Tal tun, wenn wir nicht ihre Schritte verstehen, dann können wir auch nicht verstehen, was sie in diesem anderen Tal glauben. Und wenn wir von einem Tal ins andere wollen, dann brauchen wir eine gewisse Energie, die uns über den Berg bringt. Also du brauchst einen Weg, du musst wirklich jeden Schritt verstehen. Bei jedem Schritt musst du verstehen, warum du einen Teil deines Glaubens aufgegeben hast und einen anderen Teil angenommen hast. Vielleicht, weil es mehr konsistenter ist, vielleicht, weil es wahrscheinlicher ist. Aber das ist nicht monoton. Also wir können nicht garantieren, dass man immer ansteigt. Denn das Problem ist, dass der Glaube selber kann verändern, wie wir diesen Glauben evaluieren. Also es kann zum Beispiel sein, dass du beginnst zu glauben, dass du an Religion zu glauben beginnst. Und diese Religion sagt dir, naja, wenn du den Glaube an die Religion aufgibst, dann wirst du in der Hölle landen. Für die Ewigkeit. Also solange du die Religion glaubst, wird es sehr, sehr teuer sein für dich, Religion aufzugeben, wenn du wirklich an diese Religion glaubst. Denn plötzlich bist du in einem Kreislauf. Also bevor du an Religion glaubst, aber sobald du in dieser Religion drin bist, ist es sehr, sehr schwierig, wieder rauszukommen. Du bist dann ein Attraktor. Und diese Glaubensattraktoren sind sehr, sehr gefährlich tatsächlich. Du kannst nicht mehr wirklich garantieren, dass der neue Glaube besser ist als dein alter, aber es ist auch schwierig, deinen Glauben zu ändern. Und das macht es möglich, Menschen zu programmieren, in der Gesellschaft zu funktionieren. Soziale Domänen sind zwar von Werten strukturiert. Das heißt, diese Sachen, die erlauben dir Sachen zu tun, weil du mit Pleasure oder Schmerz rechnest. Und Glaubensstrukturen bringen dich dazu, Sachen auch ohne ohne das zu machen. Und diese Werte sind die Quelle von, was wir möglicherweise als wahre Bedeutung benennen können. Also es gibt da was wir als sehr wichtig ansehen. Und das ist, was wir als bedeutungsschwangeres Leben ansehen normalerweise. Also wir glauben an Sachen, die wichtiger sind als wir selbst. Weil ich bin ja nur diese Maschine, die da rumläuft und mein Vergnügen optimieren möchte. Und das ist ja ein bisschen langweilig auch. Mein Chef in Harvard hat mich verwirrt, Martin Novak, weil er hat gesagt, dass Bedeutung nicht ohne Gott existieren kann. Du bist nämlich entweder religiös oder du bist ein Nihilist. Und dieser Typ ist der Chef der Abteilung für evolutionäre Dynamik. Außerdem ist er katholisch. Okay, also das hat mich sehr verwirrt und ich habe versucht zu verstehen, was er damit gemeint hat, weil normalerweise, wenn du ein guter Atheist wie ich bist, dann greifst du normalerweise Götter auch an, die so strukturiert sind, sie sind institutionell, sie sind persönlich, sie kümmern sich um einen, sie geben Werte vor, also zum Beispiel nicht masturbieren, das ist schlecht für dich. Und viele dieser Normen sind mit so gesellschaftlichen Institutionen angeordnet, zum Beispiel nicht die Autoritäten anfragen, weil Gott will, dass sie so sind, wie sie sind, oder sei monogam und so weiter und so fort. Also sie geben Normen vor, die gar nicht viel Sinn machen für ein Wesen, das Welten erschafft, aber sie machen Sinn
für einen, um dich zu einem funktionierenden Bestandteil der Gesellschaft zu machen. Also diese Götter, die machen auch Dinge, wie zum Beispiel sie sind plötzlich ein brennender Busch und so weiter. Und es gibt viele Bücher über die Sachen, die diese Götter angeblich gemacht haben. Und es ist sehr schwierig, diese Sachen zu überprüfen. Und das macht das sehr unwahrscheinlich für uns. Und das macht Atheisten sehr unzufrieden mit dieser Art Götter. Aber dann gibt es noch andere Arten von Göttern. Und zwar die spirituellen Götter. Also der spirituelle Gott ist ohne Institutionen, es kümmert sich immer noch, es ist selbstbewusst, also wie eine Art Person. Es gibt keine wirklichen Geschichten drüber, aber es könnte sein, dass du dich mit dieser Spiritualität verbinden kannst. Und dann gibt es noch Gott, einen, der noch weniger teuer ist, als Gott als transzendentes Prinzip. Also dieser Gott ist einfach der Grund, warum es etwas gibt, das nicht nichts ist. Also dieser Gott ist die Frage, die dort das Universum beantwortet ist. Also dieser Gott ist der Gott Thomas von Aquinas. Das ist nicht der Gott Abrahams, das ist kein religiöser Gott. Der ist einfach nur ein Prinzip, der praktisch uns und dem Universum seine Bedeutung gibt. Und weil jede andere Eigenschaft unbekannt ist über diesen Gott und unwissbar, ist dieser Gott relativ billig. Also Thomas von Aquin hat Gott versucht zu beweisen, und zwar einen Gott, den man auch beweisen kann. Und tatsächlich kann man nur einen möglichen und wertvollen und gebrauchten Gott beweisen, und alle anderen Götter können eben das nicht böse. Und jetzt gibt es noch einen wahrscheinlicheren Gott, und das ist der Gott von Aristoteles, der sagt, wenn sich das Universum verändert, dann muss es ja auch durch etwas verändert werden. Also etwas muss es weiter bewegt haben von einem Zustand zum nächsten. Und das ist die erste und das ist die erste Berechnungstransitionsfunktion des Universums. Und Aristoteles hat das entdeckt. Ist das nicht großartig? Also du musst das haben, weil wir können nicht in einem einzelnen Zustand unserer Selbstbewusstsein. Wir müssen uns immer Zustände wechseln, wir müssen berechnen. Wir können also unsere Götter nach metaphysischer Kosten sortieren. Der erste ist der erste Beweger, dann gibt es das transzendente Bedeutung, dann gibt es den spirituellen Gott und dann der vierte Gott ist schließlich an die religiösen Institutionen gebunden. Und wenn du dieses Statement von Martin Novak nehmen, dann kannst du sagen, ja, aber du brauchst mindestens einen Gott zweiten Grades, um diese Bedeutung zu erlangen. Also tatsächlich, objektive Bedeutung kann nicht existieren ohne mindestens einen Gott zweiten Grades. Und subjektive Bedeutung kann immer existieren als in einem kognitiven System, das virtuelle Belohnungen erwartet. Und das erlaubt uns also als eine Gesellschaft zu arbeiten, auch ohne Gott. Da brauchen wir also nur den Glauben daran, dass etwas außerhalb existiert. Und der Gott vierten Grades, der braucht einen Belief Attractor, und der erlaubt uns, ich glaube, dass es für Nerds sehr viel schwieriger ist, meiner Theorie nach in einen derartigen Gott zu glauben im Vergleich zu normalen Leuten. Weil du brauchst praktisch einen Geistesvirus, weil Religion ist im Endeffekt ein Geistesvirus. Weil erlaubt dieses Verhalten in großen Gruppen. Und normalerweise unserer Evolution nach müssten wir eigentlich in kleineren Gruppen leben von, sagen wir mal, 150 Leuten, weil das ist auch da, wo praktisch Sachen wie ein Ruf noch funktioniert. Und in einem System, in dem es den Ruf gibt, fühlen sich Leute verantwortlich, darauf aufzupassen, was sie tun, und deswegen funktioniert die Gesellschaft. Wenn du darüber hinaus wachsen willst, dann musst du eine Software schreiben, die Menschen kontrolliert. Und Religion ist die erste Software, die das auf einem großen Skala gemacht hat. Und damit die stabil bleiben, müssen die ungefähr wie Betriebssysteme designt werden. Also es funktioniert, du verteilst verschiedene Rollen an Leuten, wie Insekten in einem Ameisenhaufen. Und das muss sehr, sehr sorgfältig gemacht werden, weil die Religion sonst auseinanderfällt und in verschiedene Unterreligionen zerfällt. Das ist so eine Art evolutionäre Dynamik, die hier mit Religion passiert. Und wenn du die Religionen ansiehst, dann gibt es wirklich tatsächlich eine Revolution der Revolutionen. Also du hast diese israelische und mesopotamische Tradition, aus der Judaismus kommt. It's kind of cool, right? Das ist ziemlich cool. Oder? Und die Geschichte wiederholt sich total.
Das hat mich total überwältigt, als ich das entdeckt habe. Natürlich ist sie der echte Baum, der Stammbaum der Programmiersprachen und der echte Stammbaum der Religionen etwas komplizierter aus, aber es ist nett. Es ist schön. Okay, wenn du dich immunisieren gegen Geistesviren möchtest, schau mal, ob du schon infiziert bist. Schau nach, überprüfe, kann ich meine jetzigen Glauben loslassen, ohne dass mein Glauben mich verlässt und meine Bedeutung mich verlässt. Außerdem sollte ich nachprüfen, alle Leute, die nicht meinen Glauben tragen, sind die alle verrückt oder dumm oder böse? Wenn du glaubst, dass du infiziert wirst oder dass es könnte sein, dann, weil du einer Gruppe angehörst, die nicht praktisch die Hauptgruppe in einem Mensch ist. Wenn dein Gott oder dein Glaube Eigenschaften hat, die du nicht nachprüfen kannst, also wenn du einen zweiten oder dritten oder vierten Grades Gott hast, dann warst du nie einen Geistesvirus. Es ist nicht falsch dran, aber wenn du dich dagegen immunisieren willst, gegen impfen willst, dann, also Leute haben dafür Rationalismus erfunden, um sich gegen Geistesviren zu impfen. Und eigentlich ist das, was der Geist auch von sich selbst aus macht. Also wenn du verstehen willst, wo du falsch liegst, dann brauchst du einen Mechanismus, der entdeckt, wo du bist. Eine Art automatischer Debugging-Mechanismus, der den Geist sich selbst analysieren lässt. Und das ist das Selbst. Also nach Robert Keegan ist die Entwicklung des Selbst ein Prozess, in dem wir lernen, wer wir sind, indem wir Dinge explizit machen, also indem wir Prozesse, die automatisch passieren, sichtbar machen für uns und damit wir darüber lernen können. Und das fängt damit an, damit zu entdecken, dass es nur Wohlfühlen und Unwohlfühlen gibt, und dann wird man älter als ein Baby und es gibt mehr, und dann merken wir, es gibt mehr, und zwar es gibt auch noch Bedürfnisse und Impulse. Und dann, also wenn wir größer werden als ein Kleinkind, dann merken wir, wir haben auch noch Ziele. Und deine Bedürfnisse und Impulse werden zu Zielen. Und es wird sehr schwierig, die Ziele loszulassen, wenn man ein kleines Kind ist. Und irgendwann merkt man, die Ziele sind nicht so wichtig, weil man kann sie nicht immer erreichen, aber manchmal haben wir auch noch Vorzüge. Und manchmal dann merken wir, dass andere Leute auch Vorzüge haben, und dann modellieren wir die Welt so, dass verschiedene Leute verschiedene Vorzüge haben und versuchen, diese Landschaft zu navigieren. Und dann entdecken wir, dass diese Vorzüge auch noch mit Werten zusammenhängen, und wir identifizieren uns mit diesen Werten als Mitglieder der Gesellschaft. Und das ist ungefähr der Zustand, also in dem wir ein normaler Erwachsener sind. Und wenn wir dann noch darüber hinauswachsen, und das, vor allem wenn Leute um dich herum das schon gemacht haben, dann verstehst du, dass Leute verschiedene Werte haben. Und was sie tun, kommt aus diesen Werten. Und wir merken dann, diese Werte einfach nicht besser oder schlechter sind, sondern nur anders. Und wir merken, dass wir verschiedene Werte in unserem Hirn halten können und deswegen andere Leute besser verstehen können, selbst wenn wir diese Werte nicht selbst glauben. Und ich glaube, das hält gar nicht hier an, sondern du kannst auch lernen, dass die Sachen, die wir erkennen und fühlen, relativ ist und dass wir die manipulieren können. Und dann können wir auch erkennen, dass auch unser Selbst tatsächlich veränderbar bist, und wir sind eigentlich nur ein Selbst, das in einem Hirn lebt, das einen Körper steuern, der durch die Gegend steuert und der praktisch nur versucht, Schmerz zu vermeiden und Wohlsein zu erreichen. Und das macht aber alles nichts, weil es gibt einfach nur dieses Selbst, das die Welt versteht. Und das ist der Zustand, den wir Erleuchtung nennen. Und das ist die Geschichte. Du bist nicht dein Gehirn, sondern du bist eine Geschichte, die dein Gehirn dir erzählt. Also seines Selbst bewusst zu werden, ist quasi eine Art, dein Denken selbst reverse zu engineeren. Also ist es nicht, also künstliche Intelligenz ist quasi eine Art, zu mehr Selbstbewusstsein zu kommen, sich seines Selbst bewusst zu werden. Also ich denke, das ist ein guter Punkt, wo man stoppen kann. Also den ersten Talk, den ich in dieser Reihe gehalten habe, war auf 30C3, wie man ein Mind baut. Und jetzt dann ging es um den Wandel von Komputation zu Bewusstsein, und jetzt ging es darum, wie man Bedeutung finden kann, indem man künstliche Intelligenz benutzt. Also ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt. Danke für diesen großartigen Talk. Wir haben jetzt ein paar Fragen paar Minuten für Fragen und Antworten. Bitte geht zu den Mikros. Wenn du nicht aufstehen kannst,
Dann heb deine Hand und dann versuchen wir einen Audioengel zu dir zu bringen. Wenn du nicht im Raum bist tatsächlich, sondern im Stream, dann kannst du per IRC oder Twitter benutzen, um Fragen zu stellen. Mikro 2 bitte. Hi, ich bin's. Ich rate mal, wann kannst du diesen Talk mit einer Maschine besprechen? Das weiß ich nicht. Als ein Programmierer weiß ich nur, solange ich keine Spezifikation habe, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, bis ich die Implementation habe. Also es kann in jeder Art von Größenordnung sein, aber ich habe eine Intuition, aber ich weiß auch als Programmierer, dass meine Intuition ist vermutlich falsch ist, bis ich eine Spezifikation habe. Also die Frage ist, ob es Silver Bullets gibt, also eine ultimative Lösung. Es gibt einige Dinge, die noch nicht gelöst sind. Es kann sein, dass es einfacher ist, die zu lösen, als wir denken, aber es kann auch schwieriger sein, als wir es denken. Und als ich über diese kortikale Selbstorganisation geredet habe, also bevor ich das herausgefunden habe, dachte ich, es würden 60 bis 80 Jahre sein, aber dann haben wir es rausgefunden, jetzt denke ich, es ist viel weniger, aber naja, wir wissen es nicht. Nummer 1 bitte. Ja, ich wollte fragen, und zwar über Metakognition. Und es scheint mir, als würdest du deine Geschichte damit beenden, dass du darüber nachdenkst, über die Eingaben, die du kriegst und die sozialen Normen und so weiter. Aber Kolberg zum Beispiel spricht über, was er postkonventionelle, umgekehrte Moralität nennt. Also das ist Nachdenken über morale Gesetze ohne Kontext. Also der sagt, dass es etwas weiter gibt als nur die relativen Normen, die wir schon haben miteinander. Und das könnte nur möglich sein, wenn du eine Art Metakognition, also du denkst über dein Denken haben kannst und dann kannst du deine eigenen Ideen wieder zurück einspeisen in deinen Geist und dann kommst du zu Sachen, die du nicht erreichen könntest, wenn du nur externe Einflüsse bearbeiten würdest. Also ich denke, das ist sehr, sehr schwierig, also Moralität ohne Gesellschaft zu definieren. Dieses Projekt gab es schon vor Kant. Und Kant hat eben versucht, diese ultimativen Regeln zu kreieren. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Aus meiner Sicht bewegen wir nur Stücke von Stein. Also sie bewegen sich auf einer Ebene, sie sind in einer Galaxie, in einer von Trillionen Galaxien. Also wie kann das objektive Bedeutung geben? Also es ist sehr schwierig zu sagen, dass eine Schimpansenart besser ist als eine andere Schimpansenart oder ein Affe besser ist als ein anderer Affe. Das passiert immer nur in einem gewissen Rahmen und wir müssen diesen Rahmen eben festlegen. Und ich glaube nicht, dass wir diesen Rahmen außerhalb eines Kontextes von sozialen Normen definieren können. Und da müssen wir übereinstimmen. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich universelle Ethik finden können. Ich glaube, das ist wirklich nur möglich, wenn man einen Rahmen hat, dem Leute zustimmen müssen, implizit oder explizit. Mikro 3 bitte. Hi, danke. Das war sehr faszinierend, der Talk. Ich habe zwei Gedanken, die mir in den Kopf geschossen sind. Und der erste ist, es ist so überzeugend, dieses Model, das du zeigst, aber es ist ein bisschen wie, das ist wirklich eine andere Metapher für Verständnis präsentierst, aber im Endeffekt ist es trotzdem noch sehr schwierig, das Hirn zu verstehen. Und der andere Gedanke ist, dass deine Definition des Nerds, der rumläuft und diese Gesetze nicht sieht, der hat mich an Richard Forrest Definition des Ironists erinnert, der weiß, dass sein Vokabular endlich ist, dass er weiß, dass anderer Leute Vokabular auch endlich ist und das spricht noch nicht über diese Bedeutungsgeschichte, die so viele andere Disziplinen und Felder haben und ich habe an Derrida gesprochen und Dekonstruktion und Butler und diese ganze Geschichte auch noch mit Nietzsche und so weiter und die habe ich mir gedacht, gibt es noch andere Verbindungen, wo die künstliche Intelligenz uns nicht nur hilft, den Geist zu verstehen, sondern wo bereits existierende große Felder der Wissenschaft wie kognitive Prozesse von der anderen Seite uns helfen könnten, die künstliche Intelligenz zu verstehen. Oh, vielen Dank. Die Tradition, die du erwähnt hast, also Rorty und Butler und so weiter, sie sind Teil eines komplett anderen Glaubens. Attraktors. Also sie sind soziale Kontroversen. Sie glauben, dass Realität, zumindest was Sozialität angeht, soziale Konstrukte sind. Und dass sie glauben, sie sind ein Teil dieser sozialen Übereinstimmung. Ich glaube persönlich nicht, dass das der Fall ist.
Also ich denke, dass die Muster, über die wir geredet haben, die sind im Wesentlichen unabhängig von uns. Und die Normen, über die wir reden, sind Teil unserer sozialen Konstrukte. Aber zum Beispiel unsere Präferenzen, die dafür sorgen, dass wir Normen annehmen oder ablehnen, das ist etwas, was uns hilft, in der Umgebung zu überleben. Also sie sind vermutlich nicht Teil dieses sozialen Übereinkommens. Also die einzige Sache, wozu ich dich einladen kann, ist, versuche mal, die verschiedenen Glaubensattraktoren nachzugehen und diese verschiedenen Schritte, die es in der Landschaft gibt. Also viele der Dinge, die ich sage, sind sehr spekulativ. Das sind Dinge, die für mich logisch sind, die für mich logisch klingen. Und ich habe versucht, euch die Argumente zu geben dafür. Also, aber glaubt das nicht. Stellt das in Frage. Und überprüft, ob das für euch funktioniert. Ich gebe euch keine Wahrheit. Ich gebe euch einfach nur ein Encoding, das meiner Perspektive an diesem Punkt nach sinnvoll erscheint. Das Internet, bitte. Okay, also jemand fragt, ob es in diesem Glaubensraum, über den du gesprochen hast, wie ist es da möglich, aus lokalen Minima herauszukommen? Und damit verbunden sollten wir eine Art Schwungmethode an Kinder weitergeben, damit sie da nicht stecken bleiben? Ich glaube, in einem gewissen Maße ist es nicht möglich, lokale Minima zu verlassen, also in einem absoluten Sinn. Also man landet dann nur in einem anderen Metaminimum. Aber was man tun kann, man kann eben diesen Weg noch einmal gehen, diesen Pfad, den man genommen hat. Und an jedem Punkt, an dem du entdeckst, dass es jemanden gibt, der einen komplett anderen Glauben hat. Und wenn du entdeckst, dass diese Person eine kluge Person ist, die nicht komplett verrückt ist und es gibt Gründe und die Person hat Gründe, die in diesen Glauben zu haben und dann ist es meistens sinnvoll, nachzugehen, was diese Person denkt. Und du musst nur verstehen, wo diese Person herkommt und wie sie von ihrem Startpunkt, also von ihrem Ausgangspunkt zu ihrem aktuellen Punkt gekommen sind. Und das mag nicht möglich sein, aber das Wichtige ist auch, dass du danach dann vielleicht ein anderes Tal entdeckt. Du hast nicht die Landschaft dazwischen entdeckt. Aber die einzige Art, wie wir ein bisschen das Land verstehen können, ist, indem wir so viele Pfade wie möglich nochmal gehen. Und wenn wir unseren Kindern das beibringen, was ich glaube, wir sollten ihnen beibringen, dann müssen wir ihnen zeigen, wie sie diese Welt selber entdecken können. Wir sollten ihnen nicht sagen, dies ist das Tal, dies ist die Wahrheit. Stattdessen sollten wir ihnen sagen, dies ist der Weg, den wir genommen haben. Und dies sind die Dinge, die wir unterwegs gesehen haben. Und es ist wichtig, nicht komplett naiv zu sein, wenn man durch diese Landschaft geht. Aber wir müssen auch verstehen, dass es immer eine Erforschung ist, die niemals endet. Und das könnte an einem Punkt komplett ändern, was du jetzt gerade glaubst. Also für mich, wenn ich meinen eigenen Kindern was beibringe, dann geht es darum, Forscher zu sein. Und es geht darum, wie Wissen sich immer ändert und dass eine bewegliche Grenze ist. We are unfortunately out of time, so please. Leider haben wir keine Zeit mehr. Vielen Dank, Joscha. Ihr habt die deutsche Übersetzung des Vortrags Computational Matrix Psychology gehört.